Hallo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und zwar heute was mega nices. Ich werde einfach die neuen Kaugummis von Hey Moritz testen. Und Leute, wenn ihr Videovorschläge habt, schreibt es unten in die Kommentare. Abonniert jetzt schon mal kostenlos den Kanal. Um nichts zu verpassen, gebt einen Daumen hoch, wenn es euch jetzt schon gefallen hat. Und Leute, ich würde sagen, jetzt geht's los nach Kaufland und wir sehen uns, wenn wir da sind. So Leute, auf jeden Fall angekommen bei Kaufland. So Leute, hab's gefunden. Ich habe schon befürchtet, dass die ausverkauft und ich einfach die ganze Nacht hier rumfahre und guck, wo ich die herkriege. By the way, Leute, hier ist einfach so ein übertrieben auffälliger Ladendetektiv, der mich die ganze Zeit verfolgt, weil ich hier heimlich filme. Es ist so lost, ey. Wie kann man seinen Job nur so schlecht machen? Auf jeden Fall, Leute, wir haben tatsächlich drei Sorten. Ich dachte, wir haben nur eine. Und zwar haben wir Wassermelone, Tropical und jetzt haben wir noch Minze, müsste das, glaube ich, sein. Ich bin super gespannt, wie die auf jeden Fall schmecken. So Leute, auf jeden Fall, jetzt bin ich da, hab die Kaugummis besorgt. Dann würde ich sagen, es kann losgehen. Hier sind die drei Kaugummis. By the way, ich finde die Verpackung mega fresh. Ich hatte ja schon die von Bibi's Beauty Palace getestet. Die fand ich, ja, geht so. Jetzt haben wir die und die finde ich von der Verpackung her deutlich hochwertiger als die von Bibi. Weil das einfach so, ja, haptisch irgendwie, das macht was her, die Verpackung. Erinnert mich irgendwie an so eine Art Shisha-Tabak oder auch so einen Energy-Drink. 40 Stück sind da drin, preislich. Ich glaube, ich habe 7 Euro bezahlt. Ich habe nicht auf den Preis geguckt. Also mega nice, bin mal gespannt. Vom Gefühl her, also es ist wirklich wie Shisha-Tabak oder Moloko oder so. Vom Gefühl her, glaube ich, hier haben wir einmal Minze, Wassermelone und keine Ahnung, was das hier ist. Vom Gefühl her, glaube ich, Minze könnte mir gefallen. Aber Wassermelone vom Geschmack her am ehesten, das ja keine Ahnung. Auf jeden Fall, Leute, schreibt mal euch unten in den Kommentar, habt ihr das schon mal gegessen? Ja oder nein? Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich teste zuerst das hier. Ich weiß nicht mal, was das ist. Schwuppige, oh mein Gott. Das schmeckt im ersten Moment wie Fanta Exotic, riecht aber nach Karamell. Vom Design her finde ich das relativ nice. Ich würde dem Ganzen die Schulnote 3 geben. Ist okay, macht mal nichts verkehrt. Jetzt haben wir hier Wassermelone am Start. Es riecht wie Wassermelone, Verpackung wieder mega nice. Das weicher irgendwie. Habe ich vom Gefühl her in der Schule sowas ähnliches schon mal gegessen. Den würde ich eine 3 plus geben, finde ich ein bisschen nicer als den anderen. Und Leute, ich muss dazu sagen, ich habe mich auch überhaupt nicht damit befasst. Ich weiß nicht, wann die rausgekommen sind, wer die alle schon getestet hat, ob Herr Moritz sie schon vorgestellt hat, beziehungsweise ein Video darüber gemacht, ich weiß es nicht. Jetzt haben wir Minze am Start. Ja, riecht sehr nach Minze. Ist nicht so meins. Schmeckt nach Zahnpasta. Der schmeckt halt echt wie Zahnpasta. Nicht so meins. Denen würde ich eine 4 geben. Die feiere ich halt nicht so. Das muss ich aber sagen. Die Designs sind mega nice. Leute, und das war's auch schon mit dem Video. Ich werde sie unnötig in die Länge strecken. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir mal eine positive Wertung. Abonniert kostenlos den Kanal, nichts dazu passen. Und ich würde sagen, ciao.